Darin, let's play. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Resident Evil 7 Episode. Wir sind mittlerweile komplett. Guck mal, wie unsere Hand mittlerweile schon aussieht. Mein Gut, vom Arm ganz abgesehen, aber guck mal, was wir da jetzt auf dem Arm alle für Narben haben. Ich wollte die Map eigentlich nicht öffnen. Wir sind im Bootshaus-Erdgeschoss irgendwie. Wir sind hier kurz vorm Bootshaus, wo sich wohl Mia und Zoe befinden sollen. Und wir sind schon ganz, ganz, ganz weit weg von dem alten Haus und dem Haupthaus und all das. Das haben wir alles hinter uns gelassen, mittlerweile schon. Und ja, finde ich gut. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind dem Ende schon ziemlich nah. Wenn wir hier schon irgendwo zu einem Bootssteg hingehen, vielleicht können wir ja auch flüchten. Vielleicht haben die hier irgendein Motorboot oder so stehen. Achso, hier ist direkt ein Speicherraum. Gut, dann können wir direkt speichern. Psychonautikums. Was ist denn hier? Alter, so viele Granaten. Jetzt kommt ein Boss. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Wenn jetzt hier. Guck mal, wie viele Flintenmunition auch noch. Hier kommt hundertprozentig ein Boss. Gut, die Kurbel können wir, denke ich mal, weglegen. Die Psycho, komm, wir benutzen das. Ist ja auch doof. Nein, nicht kombinieren. Ist ja, macht ja auch keinen Sinn, wenn wir das hier stundenlang einfach nur in eine Truhe vergammeln lassen. Ach, guck mal hier. Einfach mal so. Ist da oben noch was? Da hinten irgendwo, wo gucke ich hin? Okay, da hinten in dem Gang, wenn der da die Kurve macht. Da muss ein Gegenstand sein, das müssen wir uns merken, weil da gucken wir gerade hin. Und ansonsten draußen vielleicht noch irgendwas vergessen. Oben. Ne, gut. Ja, alles klar. Moment. Da hier anscheinend ein Boss kommt. Verdammt, können wir nicht machen. Ja, da mache ich eben... Ach so, doch. Habe ich das nicht hier drin? Da haben wir es doch. Gib mal einen her. Das kann weg. Das ist sowieso kompletter Schwachsinn. Ich weiß nicht, wofür es das gibt. Kombinieren. Jawohl, 5. Okay, wenn jetzt ein Boss kommt. Das ist die normale Pistole. Die kann weg. Wieso ist da die Maus drin? Ich verstehe das nicht. Die Leben können wir behalten. Ja. Den Flammenwerfer... Auch aus Sicherheitsgründen. Das tun wir mal weg. Und jetzt. Granatenwerfer, bitte. Und die Flammengranaten. Vielen Dank. Noch irgendwas? Ja, wir könnten rein theoretisch eigentlich auch die Magnum-Munition mitnehmen, aber. Nee. Wir versuchen es erstmal ohne Magnum. Munition, ja. Haben wir noch Schrotflintenmunition hier irgendwo in der Kiste? Habe ich da irgendwas übersehen? Nein. Okay, sehr gut. Haben wir hier alles soweit? Okay, Granatenwerfer habe ich jetzt nicht auf die Schnelltaste. Tue ich mal fürs Messer. Gut, dann wir lassen den eben weg von den Schnelltasten. Ich meine, zur Not kann ich den ja schnell reinziehen. Irgendwie mache ich hier Glück und fertig so. So. Wahrscheinlich, also ich spekuliere mal wieder. Aber ich tippe einfach mal darauf, dass Lukas jetzt auf die Fresse will. Oder der hat wieder irgendein komisches Vieh aus dem Hut gezogen, wie letztens den Fettklops da. So. Ah, da sind wir schon. Oder kämpfen wir gegen Mia? Oder gegen Zoe? Oder gegen Zoe und Mia? Oder gegen Zoe und Mia und Markus? Oder nur gegen Markus und Mia? Oder Markus und Zoe? Oder... Ist alles, ich habe alle Möglichkeiten aufgezählt. Alle, die irgendwie rein theoretisch im Abstellraum hier möglich sind. Du bist also Zoe. Zoe? Zoe, ja. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Ja. Ja, aber unten in der Truhe soll ich die holen? Ach, Kacke. Ah, die schneiden wir los, ne? Warum machen wir das? Die ist doch halb durchgeknallt. Hä? Nein, das war ein Fehler. Hier schneid die los. Ne, der vertrauen wir nicht.
Die ja, vertrauen wir nicht. Das war ein Fehler, die loszuschneiden. Jetzt kommen wir. Kann ich das aufheben? Retech. Jetzt kommen wir gleich wieder. Wir holen jetzt die Materialien und dann dreht die schon wieder am Rad. Ich sage dir. Ja, ich wusste ja auch nicht, dass ich die jetzt direkt losschneide. Die hat nichts gelernt, der Eve, ne? Das ist so ein naiver Typ, der. Oh ja, guck mal, das ist unsere Ex-Perle. Oh ja, hier, komm. Ich befreie dich. Oh, verdammt. Da war doch was, ne? Tot. Ja, ist ja. Was soll das denn? Wir haben ja gespeichert. Wenn wir dann laden, müssen wir verrecken. Schneiden wir sie beim nächsten Mal erstmal nicht los. Mia! Okay. Hurry and give me the serum ingredients. Ja, ich hab sie doch. Achso. Right here. This should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Heavy, Daddy's coming. There's enough for two. Wir haben Daddy doch umgebracht. What? Daddy's coming. Kann doch gar nicht sein. What's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. Ah. Serum. So siehst du also aus, Zoe. Gucken wir mal, die hat noch Brüste, also hat dein Daddy dir die doch nicht abgeschnitten. Das ist schon mal sehr gut, du hast deine Weiblichkeit behalten und sonst, ja, ich meine, hässlich ist sie nicht, ne? Also möchte, sie ist eigentlich ganz hübsch, ne? Also so ein bisschen emo-mäßig vom Blick her, aber ich meine, gut, was hat die jetzt alle durchgemacht? Das kann man jetzt nicht so pauschalisieren und sagen, aber hier komm, gib das Serum. Hey, one of those is mine. Guck mal, wie aggressiv die wird. Was? Ist das, ist aber nicht Mia, ne? Zoe, get your ass back to the house. I will deal with you later. Hat der genippt? Was ist das? Wer ist das? Ist das Markus? Ja, nee. Ist klar. Ins Gesicht heilen. Also, man kann sich nicht ducken. This is getting old, Jack. Ah, dann ist Jack. Ja, wir sind mit zwei Schlägen kaputt. Objekte verwalten. Was? Objekte Inventarbox verwalten. Neu starten. Sind wir jetzt direkt im Kampf drin? Oder warum stand Objekte verwalten? Ja, okay. Gut, ich weiß nicht, wie der Eve den als Jack identifizieren konnte. Also, gut erlebt noch. Dann wird die verrückte alte Mutter auch noch leben. Großartig, das ist. Oh, wir sind direkt zur falschen Seite gerannt. Ach, ich fall runter, wollte ich eigentlich nicht. Nachladen, du Idiot! Okay, das ist der Trick, einfach auf die geöffneten Dinger hier schießen. Ja, wenn man denn. Nein! Nein! Was macht der? Der haut uns doch gleich mit dem Schwanz oder so. Ach so, ich kann nach oben. Und wir sind rot. Hier ist eine Leiter. Ich habe die durch Zufall entdeckt. Gut zu wissen. Ha. Schnell, schnell. Runter. Hauptsache, der landet nicht auf uns. Kackfresse. Ja, natürlich. Lektion Nummer 1, nie vorm Mund stehen bleiben. Nein, 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 nein. Wir bleiben hier unten. Das Angekotzte ist mir lieber wie das, was der sonst noch zu bieten hat. Oh,
Nein, der kotzt gleich wieder. Bong, was willst du denn? Weg. Und wenn der nicht da runterkommt, keine Ahnung, aus welchen Gründen. Da brennt's doch, warum? Hab ich das gemacht? Du widerlicher Drecksack. Du Alter. Ich kann nicht sterben, du aber schon. Das wollen wir mal auf die Probe stellen. Nein! Der ist direkt neben uns. Weißt du, was ist das für ein Vieh? Die Pistole entwickelt sich hier zur besten Waffe irgendwie in den Kampf, weil man mit der ja sehr präzise ist. Ah ja, wir gucken da. Ja, ist ja gut. Ist ja eklig. Wie sind wir? Orange. Okay. Orange ist nicht so, Schwänzchen ab, ne? Das tut weh. Ob du jetzt ein Mann bist oder, ja, was auch immer. Der hat immer die gleichen Sprüche drauf wie als, Mensch. Ja. Oh. Der hat nur noch ein Auge oder irgendwo so. Ganz dahinter am, da am Schwänzchen. Na gut. Machen wir das so. Wo ist es? Wo ist dein Auge? Gott, der ist strohdoof. Guck dir mal an, was das für ein Trottel ist. Wir laufen im Kreis und der ist verwirrt, jetzt haut er wieder ab. Gut, zweimal erwischt. Oh. Wo ist es? Hey. Ich glaube, das war's, ne? Okay. Oder doch? Ich geh mal hoch. Kacke, ich kann nicht hoch. Ist halt am Brennen. Was? Der ist doch nicht hier tief. Hau ab! Was ist denn jetzt hier los? Okay, das ist, denke ich mal. Ist er tot? Now, I've seen everything. Also, wenn ich da an den Jack denke, den wir im Keller gegenüber standen, da war das ja hier ein Klacks. Wir sind ja noch niemals einmal verreckt. Hallo Zoe, hast du ja schön gedrückt, ne? Ja. Ah, Mann! Sei doch nicht so aggressiv, du Schleimdrecks. Irgendwas. Ja, hier. Guck mal hier, ich hab was. Was geht denn mit dem? Ich musste der. Ja? Ja. Come on. Mia's waiting for us. Ja, ich komme sofort. Okay, wir haben nur noch ein Serum übrig. Also im Prinzip haben wir jetzt den geheilt? Oder was? Hier! Du widerliches, mit Kalk überzogenes Drecksvieh. Das war ein Boss. Wir haben den ja fast ausschließlich mit der Pistole kaputt gekloppt. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Also Jack, du hast nachgelassen. Ich meine, du bist zwar auch nicht jünger, aber ich meine, gut. Größe ist eben nicht alles. Das hätten wir mal wieder unter Beweis gestellt.
Ja, gut, das war auch offensichtlich, dass man da die Augen schießen muss. Also von daher war es jetzt nicht wirklich schwierig. Fand ich. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Ja. Was? Ich heil gar keinen von euch. Was ist das für eine Entscheidung? Ich meine, klar, eigentlich nehmen wir die Ex. Aber vielleicht könnte auch was mit Zoe laufen. Also egal, wie wir uns entscheiden, das ist eine Lose-Lose-Situation. Mia, es tut mir leid, wir entscheiden uns für Zoe, weil, jetzt pass auf, das ist nichts gegen dich. Das ist, weil sie... Ich habe keine Ahnung. Das ist, weil sie... Also, sie kann vielleicht noch... sie weiß, wie man das Serum machen kann. Deswegen ist es besser, wenn sie weiterlebt. Also du lebst auch weiter. Ist ja, du verreckst nicht hier. Aber wenn sie bei klarem Verstand ist dauerhaft, kann sie mir dabei helfen, noch ein Serum zu machen und dann bist du dran. So, Zoe. Ja, hab ich doch gerade erklärt. I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety. Ja, siehst du, I can come back for you. Go. I don't want to hear it. Both of you just go. Mia. Die hat gerade ihre Tage wahrscheinlich. Da sind sie immer so empfindlich. Ist ja... Na hier, wir kommen doch zurück. You forget. I still have a job to do. What? Das ist aber nicht das Ende vom Spiel, oder? Wo schippern wir jetzt hin? Schätzchen, wir kommen doch gleich wieder. Bussi, hier. Da ist sie baff. Ich glaube, die hat selbst noch nicht realisiert, dass wir uns für die entschieden haben. Aber das ist die logische Erklärung. Ah ja, ich wollte schon immer mal durch die Sümpfe von Louisiana mit einem orangenen Schlauchboot schippern. Das ist er. So friedlich hier, ne? Also noch. Thank you. I can't believe you chose me. Yeah. Mia's no good to anyone right now. But we might make it out of here in one piece. Suppose so. I want to know what all this is about. Starting with Mia. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. The kid. I knew Mia was hiding something. Stimmt, sie hatte ja diesen Babysitter-Job. There's the boat that Mia came with Evelyn on. Oh, what the? They came on that? Let's go take a look. I'm not going back there. I gotta know what Mia was up to. What the hell was that? What? Mein Gott. It's her. Evelyn doesn't want us to leave. Ah, what? Das war ein Baumstamm oder ein no, Krokodil. No, Evie. Warte, 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 warte. Zoe. Evie. Hä? Oh, Zoe. Zoe. What the fuck? Ist sie jetzt verreckt? Haben wir das Serum an der verschwendet? Frau Mia kann froh sein, dass wir nicht die mitgenommen haben. Ja, wir... Wer bin ich denn jetzt? Ach so. Jetzt sind wir Mia. Wie kommt die denn jetzt hierher? Ja, das frage ich mich auch. Und was ist das für ein Riesendampfer? Okay.
Ist das jetzt so, wenn wir uns für Mia entschieden hätten, dass Mia dann jetzt versteinert worden wäre und wir jetzt mit Zoe hier rumschleichen? Ach, dann sind wir, oder? Ethan? Ethan! Oh! Was? Ethan! Ethan! Was ist denn hier los? Ich meine, gut, uns scheint hier nichts zu tun, weil wir Mommy sind. Aber ich will eigentlich mit Mommy gar nicht spielen. Ich, guck mal, wie das da oben auch auseinandergerissen ist, das Schiff hier. Das ist doch nicht normal. Geh da hoch. Ja, F. Dann dreh mal auf, wenn du kannst. Bestimmt total verrostet, aber oh, komm, wie, Alter. Die ist ja infiziert. Die hat Muckis, die kann einen Bär mit einer Hand hochheben. So einen richtig fetten Grizzly. Da ist so eine Tür da, ist so ein Klacks. So, komische Pflanzen, Spinnen, irgendwas, Öl, Leck. Sicherungskasten, keine Ahnung. Strom ist aus. Und die Mia traut sich auch nicht daran. Die Frage ist, warum hält sich das kleine Mädchen hier auf? Warum? Wieso? Ist hier irgendwas Besonderes für sie? Ich dachte, ich hätte jetzt eine von diesen Wackelkopfpuppen gehört. Das waren wahrscheinlich nur unsere eigenen Schritte. Was? Ah, okay. Ein kleiner Flashback. So sah es hier aus, als noch nicht alles verschmutzt war. So. Meine Fresse, ey. Wie viele sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5 mindestens. 6, 7, 8. Ich habe schon aufgehört zu zählen. Da ist ein... Ja. Eine moderne Art des Massengrabs oder so. Ist halt ekelig. So. Aber wir haben, denke ich mal, nichts zu befürchten. Also um uns hier gerade, um Mia. Das sieht wahrscheinlich bei Ethan schon wieder ganz anders aus. Natürlich ist da nichts drin. Ja, ja, irgendwas macht ihr. They're all dead. What is it? The engine room. What the fuck are you talking about? She killed them all. Fuck. What the hell is going on? We need some weapons. Is there any weapons on this ship? I don't know, but look, let's go this way. Maybe we can get out of here. Ah ja, das ist offen. Sehr gut. Ja, nichts geschrieben an dem Whiteboard. Dann. Ah! Vielleicht gehört das der Crew. Ja, toll. Sehr innovativ, informativ, Entschuldigung, verwechselt. Und interessant auch. Okay. Krabbeln wir hier durch irgendeinen Lüftungsschacht oder sowas. Oder ein Wartungsrohr. Wartungsgang. Hallo? Was macht denn hier die Geräusche? Hallo? Woher gehen wir jetzt? Hier? Oder hier? Das ist aber eine komische Tür hier. Ja, geht gar nicht auf. Ja, sieht aus wie so ein Rollo oder so, was da runtergelassen wurde. Keine Ahnung. Na gut. Plan. Ach so.
Ja, irgendwelche Aufnahmegeräte, wofür auch immer. Ein Crewliste. Captain Ed Carlyle, Chefingenieur Paul Fitzgerald, erster Offizier Giovanni Finetti, zweiter Offizier Clark C. Welch oder so, ein Mechaniker, Kommunikationstechniker Jim Stockmann, Arzt Gerald, schon wieder Gerald? War da nicht vorhin schon einer? Nee. Weiter. Soll mir das jetzt irgendwas sagen? Irgendein Name davon? Soll mir da was bekannt vorkommen? Giovanni, Paul, Ed... Nee. Dwayne, ich kenne keinen Namen davon in irgendeiner Art und Weise. Aber den Arzt Gerald Waddle, vielleicht finden wir den ja noch. So ein Arzt, der hat ja vielleicht Ideen oder Möglichkeiten, wie man... Meine Fresse! Wie man... Boah, what? She's not my child. Habe ich das geschrieben? Er muss sich vor etwas versteckt haben. Ja, hat den aber auch nichts gebracht, ne? She's not my child. Haben wir das geschrieben? Ist nicht unser Kind. Das seh ich allerdings auch so. She's inside me, she's inside everyone. Sie ist in jedem drin, ja. Okay, der bewegt sich jetzt nicht, hoffe ich. Und hier ist die nächste Leiche drin. Oh, ne, natürlich nicht. Ein Scarejump reicht ja. Das wäre jetzt auch langweilig gewesen, ne? Das war ja berechenbar. Wahrscheinlich steht der jetzt noch irgendwie auf. Ja, gut, wenn wir sie als Kind ablehnen, sind wir vielleicht doch in Gefahr. Wir können ja mal einfach mitspielen. Oh, hallo, süße kleine Evelyn. Oh, ja, oh. Was hast du durchgemacht, du armes Kind? Komm, komm in meine Arme. Nein, ich habe da keine Schrotflinte versteckt. Komm. Down, girl. Die guckt den einfach nur an. Die macht doch niemals was. Hey! Ja? What? Du hast mal schöne Springerstiefel an. Hast du das Lachen gesehen? Ja. Ich komme ja mit, meine Tochter. Ist das ein richtiges Kind? Ist das eine Ausgeburt irgendeiner Fantasie? Ist das... Ich habe keine Ahnung, was. Ist das hier halt nur ein Albtraum? Das wird so einiges erklären. Immer hoch. Kann man auch sprinten dabei? Nein, natürlich nicht. Ah, natürlich doch wieder eine Leiche. Hilf mir! Ja. Hilfe kommt bei denen ein wenig zu spät. Irgendwas Schleimiges höre ich hier. Mein Gott, wir springen irgendwo durchs Schiff ohne Sinn und Verstand und jagen unsere Geister. Irgendwie. Da ist er. What are you talking about? You said! Wait! I'm tired of waiting. Weg ist er wieder. Da hinten ist so ein Vieh! Das einen anspringt! Weg! Kann ich hier verstecken? Verdammt! Will mich das Vieh jetzt angreifen? Oder weiß das... Ich habe noch niemals ein Messer, ich habe nichts. Oder weiß das Vieh, dass wir gut gesinnt mit Mami, mit Evelyn sind? Jetzt sehe ich es nicht mehr. Da vorne auch! Siehst du die Schatten? F! Kacke! Okay, wir haben eine seltsame Flasche. Was? Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. E-0001. War das nicht das, was ganz am Anfang im Keller auf dem Brief stand? Wo auf der anderen Seite ein Bild von der Oma war? Ich meine ja, ne? Da habe ich doch nur so scherzhaft gesagt, ist das Versuchsobjekt E-0001?
Ne, jetzt ist hier. Die fressen uns jetzt gleich hier. Ich mach die Tür zu. Ja, meine lieben Freunde. Und so viel dann wieder von dieser Episode. Ja. Wir sind aus dem Anwesen verschwunden. Wir haben Jack ein zweites Mal getötet. Irgendwo ist ein Logikfehler, aber der ist jetzt, denke ich mal, auf Dauerplatt. Auf jeden Fall ist er so versteinert. Genauso wie Zoe irgendwie, die uns ja mit dem Boot hierhin begleitet hat. Und außerdem die Marguerite, genau, die ist ja auch versteinert. Das wollte ich auch noch sagen, stimmt. Ja, ich weiß es nicht, was hier jetzt vor sich geht. Wir sind hier mit Evelyn auf dem Schiff. Wir sind ja ihre Mami. Und ja, in der nächsten Episode wird sich dann entscheiden, ob zum einen die komischen Krabbelfiecher uns feindlich gesinnt sind. Vielleicht können wir auch auf den reiten, vielleicht helfen die uns, ich weiß es nicht. Und ob wir vielleicht Näheres erfahren, was jetzt mit Ethan passiert ist. Ja, der wurde ja da von so einem Schleimgedöne auf einmal weggetragen. Der kann ja nicht einfach tot sein, das wäre ja langweilig. Also. Nun gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. She's done.